Das heutige Qualifying hier auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona geht demnächst los und wir haben ein prächtiges Spektakel zu erwarten. Spanien hat eine Strecke, auf der es öfters zu unerwarteten Ergebnissen kommt. Es ist also schwierig einzuschätzen, wer im heutigen Qualifying vorn liegen wird. Wenn man ein gutes Gesamtpaket zusammenstellt, das zur Strecke passt, dann kann man die anderen Teams einholen, so wie Pastor Maldonado es 2012 im Williams geschafft hat. Ferrari hat eine gute Statistik auf dieser Strecke. Ich glaube aber, dass Mercedes heute ein starkes Qualifying hinlegen wird. Überraschungen bei dem Rennen? Okay, du solltest es mit links in die nächste Runde des Qualifyings schaffen. Versuch also früh eine gute Runde hinzulegen, damit wir die Reifen schonen können. Und damit begrüße ich recht herzlich zurück zu Let's Play Formel 1 2015. Überraschungen in den Rennen, wo man kaum überholen kann? Naja, bis auf Pastor Maldonado fällt mir ja kaum ein Rennen ein, weil das Wetter ist ja auch meistens trocken. Ich habe im Training so ein bisschen schon das neue Qualifying-Konzept vorgestellt. Das Ganze werde ich jetzt hier nochmal machen. Außerdem das Hallo-System habe ich da nochmal angesprochen im Training. Und ich könnte auch auf die Testfahrten eingehen. Ich glaube, der dritte Testtag ist jetzt erstmal rum. Fahre ich jetzt mit den harten Reifen raus? Nein, nein, fahren wir nicht raus. Ein Option für Q1, ein Option für Q2 und im besten Fall sind wir dann weiter in Q3. Das ist das Ziel heute. Red Bull, schreibe ich mal das Ziel hier aus. Williams wird schon fast zu schwer sein. Und neues Qualifying-Konzept. Wer das Training nicht gesehen hat, oder wer das jetzt gesehen oder wer das Training gesehen hat, der wird sich jetzt nochmal tot langweilen. Weil ich das Ganze jetzt nochmal neu aufrollen werde. Da tut es mir leid, aber das ist nun mal jetzt Thema. Neues Qualifying-Konzept. Alonso, du bist mir zu langsam. Danke. Rosberg, du wahrscheinlich mir auch. Neues Qualifying-Konzept 2016. Kurz beschlossen von der Strategiegruppe, was für mich immer noch keine Strategiegruppe ist. Und von der FIA so gut wie abgesegnet ist. Das wird am 4. März jetzt entschieden. Das ist Freitag. Aber man sagt, das ist nur noch reine Formsache, deswegen wird es wahrscheinlich auch so kommen. Ja, neues Qualifying-Konzept ist, wir haben immer noch drei Qualifying-Abschnitte, so ist es nicht, Q1, Q2 und Q3. Q1 wird verkürzt auf 16 Minuten, Q2 bleibt auf 15 Minuten und Q3 wird erhöht auf 14 Minuten. So, was ist aber die große Änderung bis auf die Zeiten? Ganz einfach, es gibt quasi 7 Minuten, ich glaube es sind wirklich 7 Minuten, falls ihr mich jetzt im Training korrigiert habt, dann korrigiert mich hier nochmal 7 Minuten. Wo man ganz normal auf Zeitenjagd gehen kann. Danach beginnt ein Countdown von 90 Sekunden, sprich, nach 8 Minuten 30 fliegt der erste Kandidat raus. Der letzte, der langsamste. Dann haben wir zum Beispiel nach 8:30 Minuten und noch 21 Fahrer in Q1. Und das Ganze geht dann so weiter bis zum Schluss endlich. Bis dann wirklich nur noch, genau, 16 Fahrer in Q1 übrig sind. In Q2 dann nur noch bis zu 10 Fahrer und das Ganze auch so weiter. Ich habe im Training angesprochen, warum ändert man ein System, ein Qualifying-System, was auf die Jahre hinweg jetzt schon immer funktioniert hat. Geht nicht in meinen Kopf rein, wahrscheinlich in euren genauso wenig. Niki Lauda hat gesagt, wir werden die Autos häufig auf der Strecke sehen. Wage ich mal zu bezweifeln, ob wir jetzt Mercedes öfters sehen. Ich wage das mal sehr zu bezweifeln. Die werden wahrscheinlich in den ersten 7 Minuten darauf hoffen, keinen Verkehr zu haben und dann sind sie wieder in der Boxengasse und pausieren. Das wird sich in meinen Augen nicht ändern. Das heißt, die großen Hersteller, die Top-Teams, gut, die einzubremsen im Qualifying wird man eh nicht schaffen. Da kannst du ein Qualifying-System entwerfen, wie du willst. Das schaffst du nicht. Es sei denn, wirklich auf eine Runde sollen die ihre Qualifying-Zeit fahren. Aber dann kommt das Thema Chancengleichheit wieder. Das hatten wir nämlich 2005 und 2004, glaube ich. Oder 2006. Auf jeden Fall war das mal 2 Jahre. Deswegen, das System war interessant, aber bei Wetterkaprionen komplett unzuverlässig. Was das neue Qualifying-Konzept so ein bisschen problematisch zum Beispiel macht, was ist bei Regen? Das habe ich jetzt zum Beispiel im Training noch nicht angesprochen. Bei Regen. Da finde ich das auch sehr, sehr schwammig. Und ich muss mal dazu sagen, die Option 20er hier war hervorragend. 24,8. Der Rosberg ist eine halbe Sekunde nur schneller. Grosjean ist hinter mir. Also mit der Zeit bin ich ja schon mal zufrieden. Schneller als Verstappen, Ziel erreicht. Na gut, das sollte ich auch. Also Verstappen, Sainz sehe ich nicht als meine Gegner. Ich sehe Perez, Hülkenberg und die beiden Red Bulls. Daniel Kwiat, falls er nicht in Q1 wieder ausscheidet. Und Daniel Ricciardo als meine Gegner. Jan Williams sehe ich zu weit weg. Sage ich auch offen und ehrlich. Also wir werden jetzt hier auf
nicht wieder auf die Williams uns einschießen können wie in Australien. Australien liegt mir ganz einfach. Also ich bin früher so gerne Australien gefahren. Die Strecke liebe ich einfach. Spanien bin ich nicht so oft gefahren. Dient natürlich auch sehr als Teststrecke. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen schnell heute rede. Kann das sein? Ja gut, man möchte halt im Qualifying viel unterkriegen. Im Q1 besonders. Weil da hat man halt noch am meisten Zeit, was zu erzählen. In Q2 und besonders Q3, da muss man sich auf die einzelne fliegende Runde konzentrieren. So, den Reifensatz werde ich aber, glaube ich, noch brauchen im Rennen. Oder ich wechsle zweimal auf Prime. Das habe ich noch nie versucht. Wäre aber auch mal eine Maßnahme. Skatus Teamkollege. Roman ist im Moment P10. Wetterbericht. Das hat er gerade so angenommen. Das war eigentlich das Qualifying-Konzept. Ich bin davon nicht begeistert, sage ich euch offen und ehrlich, weil ich meine, dass man als Zuschauer den Überblick relativ schnell verlieren kann. Wenn dann jetzt nicht irgendwelche grafischen Neuerungen eingeblendet werden, ist das für mich schon mal ein Minuspunkt. Der nächste Minuspunkt, es sind 90 Sekunden. Hier in Spanien zum Beispiel, da geht es gerade so noch. Da fahren wir nämlich hier knapp unter 90 Sekunden. Aber jetzt, wenn ich an Strecken zum Beispiel denke, Spa, Abu Dhabi, Malaysia. Welche Strecke ist noch lang und dauert lange, ja? Das sind dann kommst du in Konfliktsituationen, finde ich. Und wir werden auch Konfliktsituationen haben in Bezug auf Blockieren. Der mich behindert in meiner schnellen Runde, vor allen Dingen in Q1. Dass ich ganz häufig, das werden wir hören in Monaco. Da bin ich felsenfest. Monaco in den ersten 7 Minuten, das wird Hölle. Das wird richtige Hölle werden. Ich sehe auch noch Probleme in Österreich. Die Strecke ist relativ kurz. Die Rundzeit ist extrem niedrig rangesetzt. Auch in Kanada wird es ein Problem werden. Kanada, Monaco, überall, wo wir unter 1,20 fahren, oder sogar unter 1,30, da sehe ich das System sehr problematisch. Sehr problematisch. Sektor besser im Schlusssektor, ja, immerhin. Da bin ich ja schon mal froh drüber. Perez, 2 Zehntel, Ricciardo nur eine halbe Sekunde, das ist zu wenig. Mir liegt der Mitteteil nicht. Ja gut, da war auch ein Fehler drin, in dieser Links-Rechts-Kombination. Eure Meinung auch gerne in die Kommentare, das habe ich schon... Das habe ich schon im Training angesprochen. Aber jetzt sprechen wir es nochmal im Qualifying an, weil im Qualifying ist es sehr interessant. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir uns mal hier das Qualifying vor. Wir fahren hier 18 Minuten. Jetzt würde ich zum Beispiel schon einen Countdown beginnen. Man fährt 17, ne? 18 Minuten. Das heißt, 7 Minuten sind um. In 8.30, bei 9.30 würde der Mary rausfliegen. Wir spielen das jetzt mal durch. Bei 9.30 würde Mary rausfliegen, bei 8 würde der Stevens in dem Fall rausfliegen, bei 6.30 würde der Hülkenberg rausfliegen, bei 5 würde der Nase rausfliegen und bei den letzten 2 gibt es, glaube ich, eine Sonderregel, wenn ich es soweit verstanden habe, ihr könnt mich gerne korrigieren. Das sind dann in den letzten 90 Sekunden, deswegen glaube ich, dass diese 7 Minuten auch nicht so ganz stimmen, wenn ich da ansage, es könnten auch 9 sein. Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher, ob jetzt 7 oder 9, ich habe es mir jetzt nur so flüchtig durchgelesen. Ich habe aber natürlich ein modernes Handy. Da können wir eigentlich mal kurz nachgucken, ob ich hier Mist erzähle oder nicht. Das ist echt mal interessant. Weil ich bin mir da jetzt echt gar nicht so sicher. Deswegen bleiben wir auch mal schön hier. Obwohl, ich kann euch mal ein paar Fahrer zeigen. Wie Hülkenberg. Ne, Massa nicht. Wo ist Hülkenberg? Da. Weil ich habe sogar noch die Seite offen auf mein Handy, weil ich auf der Arbeit mal geschaut habe. Weil ich neugierig war. Also. Volkswagen war noch ein Thema, fällt mir mal gerade ein. Die haben nämlich auch nochmal eine Parodie gebieten. Nico Hülkenberg ist an die Spitze gefahren. Wie gesagt, nicht aussagekräftig. Diese Bestzeit bei den Testfahrten. Das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. Testfahrten hier in Barcelona. In meinen Augen, Testfahrten sind halt weniger aussagekräftig als die Trainings. Und da möchte ich da eigentlich gar nicht groß eingehen und die Zeilen sind auch nicht so aussagekräftig. Mir hat jemand in den Kommentaren geschrieben, was ich davon halte, dass zum Beispiel Ferrari 2 Sekunden schneller ist als Mercedes. Mercedes hat noch nicht die Karten offengelegt. Das werden sie auch bei den Tests nicht. Die werden das Auto mehr studieren und schauen, was da wirklich vonstatten geht. Ah, jetzt habe ich es hier. Also. Ach Gott, okay, ich kann es euch jetzt sogar, es ist sogar noch komplizierter, ja.
Also in Q1 haben wir eine Dauer von 16 Minuten, nach 7 Minuten scheiden da welche aus. In Q2 bei 15 und 6 und bei 14 und 5 ist es dann in Q3, also ist es immer eine Minute weniger. Ich habe es sogar falsch erzählt. In Q1 bis auf 15, da macht es Sinn, dann scheiden 7 Fahrzeuge. 7 Fahrer scheiden aus, wir haben 9 Minuten in 37, dann geht's auf. Dann geht's auf, in 15 ziehen ins Q2 aus und in Q3 ziehen nur 8 Fahrzeuge ein, okay. Das ist wichtig. Und bei jeder der letzten Eliminierung in jedem Qualifying im Schnitt dürfen angefahrene Runden zu Ende gefahren, ne? Sofern die Ziellinie vor Ablauf der Zeit überquert wurde. Diese Regel finde ich auch ein bisschen schwachsinnig, weil das ist doch mal komplizierter. Man hätte auch sagen können, bei 0-0 ist Feierabend. Okay, jetzt ist jetzt nach vorne gearbeitet. Der Hülkenberg. Oh, jetzt spüre ich dann doch vor, was ich gar nicht wollte. So, ich wollte mal kurz auf dieses Qualifying-Konzept hier weiter drauf eingehen. Ja, das ist eigentlich das neue offizielle, bekanntgegebene von der FIA Mittwoch Qualifying-Konzept. In meinen Augen viel zu kompliziert für einen Fan. Ja, also wenn ich jetzt schon nachgucken muss, dann seht ihr mal, wie kompliziert das denn für mich ist. Ja. Also in meinen Augen braucht es keiner. Also ich fand das alte Qualifying-Konzept einfach besser. Es war übersichtlich, man wusste einfach, was Sache ist. Man hat es sofort gecheckt eigentlich. Und jetzt, ja, experimentiert man da so sehr rum. Wofür? Wofür? Das habe ich einfach... Das verstehe ich immer noch nicht. Grosjean auf der 13.6. Das war auch mal mehr, ne? Da geht noch mehr, glaube ich auch. VW wäre noch ein Thema, was man auch nochmal ansprechen könnte. Ich glaube, der Bottas ist die Zeit sogar schon auf den Options gefahren. Von daher wenig aussagekräftig die Zeit. Oder eine Sekunde sagt alles aus. Also, die sind uneinholbar. Quert auf der 5. Der wird aber auch mit Options gefahren sein. Würde mich wundern, wenn jetzt nicht. Ricciardo ist nur auf der 12. Hamilton noch mal auf der 1. Eine spannende erste Qualifying-Runde. Sowas sehen wir gerne. Ich bin gespannt auf die nächsten Minuten. Spannung, das ist ja das Wichtigste hier. Also Hamilton auch schon, aber nur ganz knapp. Hat wohl nicht die Karten aufgedeckt. 23,8. Und Kurt ist tatsächlich auf den Options gefahren. Auf Position 6 ist also nicht in Q1 ausgeschieden. Das sind andere Fahrer. Nämlich beide Saubers, beide Manus und Jensen Button. Ericsson von Nasser und Stevens von Mary. Aber das ist ja eigentlich nicht groß nennenswert. Vorfälle gibt es in der Regel grundsätzlich nicht. So, Q2, eine Runde und raus. Oder am besten eine Runde und dann fertig. Dann für Q3 uns vorbereiten. Ich nehme da auch ein Kilo weniger Benzin mit. Das Halo-System, dieser Bügel über den Cockpit. Jetzt stellt euch das mal hier so bildlich vor. Zack. Und habt ihr euch jetzt hoffentlich vorgestellt. Und sieht doch scheiße aus. Ja, also Optik ist auch etwas, was in der Formel 1 in meinen Augen gehört. Ja. Hässliche Nasen oder was weiß ich noch. Da ist ja noch alles verkraftbar. Einen hässlichen Heckflügel, hässlichen Frontflügel, alles verkraftbar. Aber doch nicht so ein Bügel. Ja. Es soll angeblich sicher sein. Ja. Und wie sicher das ist, das werden wir bei der ersten Kollision, wenn es darum geht. Wenn das Ding auseinanderbricht, dann glaube ich, dann wird die Diskussion richtig laut. Dann werden sie richtig laut. Weil dann ist das Ding nämlich nicht sicher. Ja, irgendwann werden wir hier so einen Tourenwagen haben. Das wäre jetzt eigentlich das zweite Thema, was ich ansprechen würde, aber Testfahrten könnten wir darauf ansprechen, aber wie gesagt, nimmt die Zeit nicht so ernst, genauso wie wenn ich dieses DS-Shit man nicht ernst nehmen sollte. Ja, ob Vettel oder auch Hülkenberg oder auch wer sonst wäre oder auch Haas mit Platz 2 aufhorchen lässt, das ist alles nicht wichtig. Auch Williams hat mal nach den Testtagen auch mal vorne gelegen und sind dann abgeschlagen. Ja, also
die decken natürlich auch bei weitem nicht ihre Karten auf. Die müssen erstmal das Fahrzeug quasi erstmal kennenlernen, auch die Top-Teams. Und dann kommen sie spätestens den ersten richtigen Richtwert, den sehen wir erst im Qualifying. Im Qualifying in Melbourne. Vorher könnt ihr diese Zeiten eigentlich getrost ignorieren. Weil sie einfach, weil du einfach nicht weißt, wie viel Benzin haben die Fahrer jeweils mit, auf welchen Reifen sind die, wie lange sind die schon auf den Reifen gefahren. Das hat Zeit gekostet. Ja. Erster Sektor ist langsamer. Schöner Querschgeher. Hier muss man spät in den zweiten, glaube ich, runterschalten. Nicht so, wie ich das mache. Jetzt habe ich wieder ein unruhiges Heck auf einmal. Die Runde ist aber gar nicht sauber. Oh, komm, wir kommen knapp zu weit raus. Ah, die Runde wird knapp. Die wird auch gewonnen, knapp von den beiden Force India zu bleiben. So, letzter Sektor war vorhin mein Sektor. Der liegt mir hier einfach mit diesem langsamen Abschnitt hier, den ich eigentlich auch nicht mag. Ich mochte auch früher diesen schnellen Komplex doch deutlich lieber. Vettel 23,3, da werden wir nicht hinkommen. 24,6. Aber dafür bin ich seit dem Schlusssektor gut. Schneller als Kwiat, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich versuche jetzt nochmal den ersten Sektor besser hinzubekommen. Um zu gucken. Ja, es sind noch ein paar Tausendste, die ich da verloren habe. Also viel kann ich da nicht rausquetschen. Skydos Teamkollege. Also ist auch schon eine Zeit gefahren. Massa jetzt auch noch vor mir und Bottas auch noch. Position 7. Ich denke mal, das ist unser Ziel auch. Und nicht Platz 10, wie das Team das möchte. Aber ich muss eigentlich die Reifen schonen. Den Motorboy und den. Also da, mit der Zeit sind wir dann doch weiter. Ich schau mal kurz, wie weit Bottas weg ist. Aber ich denke mal, der hat auch schon 23er da stehen. Quert hinter mir. Na gut, in Spanien kollidiert die KI auch sehr gerne. Fällt mir mal gerade so ein. Gut, in Bahrain hat es ein bisschen zurückgenommen. Grafische Probleme habe ich jetzt hier nicht. Finde ich gut. Ich denke mal, Bahrain war die Ausnahme der Regel. Okay, Quert fährt auch rein. Und dann schauen wir mal, ob die Zeit reicht. Habe ich jetzt eigentlich alles erzählt, was ich erzählen wollte? Tesla hat mir gesagt, da gehe ich nicht drauf ein. Die Zeiten kann man nicht ernst nehmen. Die technischen Probleme kann man auch nicht so wirklich ernst nehmen. Was man bei den Tests vielleicht entnehmen kann, ist so ein bisschen die Zuverlässigkeit. Die Zuverlässigkeit der einzelnen Fahrzeuge. Das kann man vielleicht ein bisschen daraus lesen. Ja, zum Beispiel der Mercedes hat zum Beispiel schon 5 Grand Prix-Distanzen absolviert. Die wollen aber nur Daten, Daten, Daten sammeln. Zu Schumacher Zeiten war das sogar üblich, dass man das immer gemacht hat. Daten, einfach nur Daten sammeln. Und dann analysiert man die Daten und dann schaut man, wo kann man sich verbessern. In welchem Bereich kann man sich noch verbessern oder wo hat man sich verbessert? Das ist auch mal so ein wichtiger Quervergleich, den man ziehen kann. Streckenrekorde werden da in der Regel fast auch nicht gebrochen. Ich habe 3/14 Vorsprung, das reicht ja mal dicke. Oh, der Bottas ist nur eine 10. vor mir bei Ricciardo, der ist schon weiter weg. Es ist dieser verfluchte Mittelsektor, der mir zu schaffen macht. Der letzte Sektor hat jetzt mal auch gepasst. Ja, der Mitte, der war echt nicht sauber. Der war echt nicht sauber. Wenn wir den vielleicht sauber kriegen. Ja, Position 8, das ist echt schon das Maximum. Ach, Quirt ist genau die gleiche Zeit gefahren wie ich. Was für ein Zufall. Aber ich bin die Zeit auch eher gefahren. Also diesmal stimmt sogar, dass ich dann vor ihm stehe. Wollten er die Zeit gewonnen. Nur im Mittelteil. Okay. Ich bin auch keine 22, nur im ersten Sektor gefahren. Das war eine 23,1. Wenn ich oben rechts geguckt habe, oder? Oder oben links? Stimmt mir das nicht immer so ganz, was er da einblendet?
Spiel. Also ich würde mal sagen, ich habe mich hier gut aus der Fähre gezogen. Ja. Das zweite Qualifying ist beendet. Nun machen wir kurz Pause, bevor die Wagen wieder für das Top 10 Shootout aus den Garagen kommen. Eigentlich keine Überraschung. Perez weiter, quert beide Red Bulls. Ne, Überraschung ist nicht dabei. Ausgeschieden Max Verstappen vor Nico Hülkenberg. Roman Grosjean auf der 13, da gebe ich ihm doch fast eine Sekunde drauf. Also das alte Schema ist dann doch wieder drin. Alonso auf der 14 und Carlos Sainz auf Position 15. Red Bull ist das Ziel. Wird aber im Rennen schwer, wenn die Boxenstopp sparen, fällt mir mal gerade so ein. Holla die Waldfee. Oh, könnte ein einsames Rennen werden. Könnte ein einsames Rennen werden auf Position 8 oder Position, naja, Position 9. Dann habe ich noch zwei frische Reifensätze. Ich bräuchte drei. Ja, muss ich echt einen angefahrenen nehmen. Und zwar den aus Q1, ja. Den werden wir dann auch nochmal im Rennen nehmen müssen. Oder zweimal Prime. Und jetzt fängt das Problem an, was ich eigentlich verändern würde im Qualifying. Nämlich den Teams mehr Reifen zur Verfügung steht. Jetzt fällt euch das mal auch auf. Das ist eigentlich die Änderung, die ich vornehmen würde. Aber die nimmt man natürlich nicht vor. Nö, warum auch? Ich würde das sogar trennen. Qualifying und Rennen. Ich würde den Teams zum Beispiel fürs Rennen nur zwei frische Primes geben und zwei frische Options. Und dafür im Qualifying drei Options. Obwohl, da brauchst du ja nur Options. Drei Options und ein Prime. Die du dann verballern kannst. Oder vier Options, sagen wir. Vier Options und ein Prime. Weil die Primes brauchen sie in der Regel nur für Q1, dann ist eh vorbei. Oder gib dir zwei Primes, falls jemand Q2 in Primes machen möchte. Aber das macht ja keiner. Das ist schwachsinnig. Von daher bereit, einen Prime den zu geben. Und mit vier Options. Und wenn du dann, gut, in der Regel brauchst du nochmal einen für. Ja, obwohl du brauchst in der Regel keinen. Bei drei Stops brauchst du keinen mehr. Da brauchst du ja keinen neuen extra. Das würde ich, damit sie wirklich mehr rausfahren. Ja. Damit dieses Reifensparen da schon aufhört. In Q2. Das fängt eigentlich schon in Q1 an, das Reifensparen. Und das wird die neue. Das neue Qualifying ist in meinen Augen nur komplizierter und dient nicht dazu, was es soll. Oder was man davon erwartet. Ja, erwartet ist, glaube ich, der bessere Ausdruck. So, ich erwarte jetzt hier eine gute, fliegende, saubere Runde von mir. Und wir haben freie Bahn. Mein Teamkollege ist nicht mehr draußen, der Roman Grosjean laut Karte. Grosjean ist ausgeschieden, Position 13. Die Wagennummer haben wir ja. Das war gut durchfahren. Jetzt der wichtige Mitteteil. In der Kurve. Ich glaube, in der zweiten fliegenden Runde riskiere ich da mal ein bisschen mehr. Genauso wie ich hier mal ein bisschen mehr riskiere. Jawohl. Sieht schon viel besser aus. 30,8. Ist auch nur 2 Zehntel, die ich da gefunden habe. Okay, da bricht ganz kurz das Heck aus. Das war dafür hier nicht sauber gefahren. Schlusssektor, der liegt mir. War in Ordnung. 25-0 von Perez. Ja, die schlage ich mal locker. 24-5. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Mal schauen, wie lange. Ja, mit dem Los muss ich hier bis runter in den dritten. Ich versuche mal ein bisschen mehr früh aufs Gas zu gehen. Ne, kommt das Unterschreiben schnell zu tragen. War aber angeblich schneller. Ricciardo fährt 24-1. Gut, 23, aber wollen wir gar nicht reden. Da werde ich nicht hinkommen.
gucken, Mittelteil. Der war deutlich schneller. Okay. Du bist zurückgefallen. Du bist momentan auf P7. Hier war auch noch ein Fehler drin. Den habe ich leicht ausmerzen können. Oh, der Schlusssektor passt dafür nicht so ganz. Vielleicht können wir hier nochmal was rauskitzeln. Es reicht nicht. Es reicht nicht, um sich zu verbessern. Ja, ich kann keine mehr. Ich kann keine schnelle Runde mehr. Schade, der Schlusssektor war der Knackpunkt. Das hätten wir Ricciardo nochmal ärgern können. Massa und Ricciardo vor uns. Oh, bitter. Aber normal hätte die Runde ja gar nicht gezählt. Hier zu weit draußen. Hat aber in meinen Augen Zeit gekostet. Jetzt bin ich nochmal schneller. Aber mir geht der Sprit halt aus. Hier, das war Zeitgewinn. Und das muss man ja auch anders anfahren. Ja, mir geht der Sprit aus. Zu schnell. Zu langsam. Einfach zu langsam war ich hier. Geschaltet, um wirklich die eine perfekte Runde hinzuknallen. Ja, 15. weil mir das Fett natürlich jetzt fehlt. Aber nur eine halbe Sekunde hinterher mitten. Da sieht man, wo ich nochmal Zeit liegen gelassen habe. Nämlich hier im Schlusssektor. Hier kam das Sekt mir auch schon entgegen. Reifen bauen noch nicht ab. Schade, da war mehr drin. Im Nachhinein. Also da hätten wir vielleicht die 23 doch knacken können. Ja, somit ist Platz 8 in dem Fall das beste Ergebnis. Das wird aber ganz schwer gegen Quert. Vielleicht kann ich die Williams doch ein bisschen ärgern. Überholen ist hier sehr schwierig. Auch für einen Williams. Aber die Gerade ist, glaube ich, länger als die in Melbourne. Aber da kommt man auch aus dem fünften Gang raus. Die letzte Kurve, da geben sich Australien und hier Barcelona oder Spanien nicht viel. Ich da jetzt mal gerade so drüber nachdenke. Ist einer noch keine Zeit gefahren? Okay, wären wir neu. Och, und soll hier regnen, laut Vorhersage. Als Randnotiz. Glaube ich aber nicht dran. Perez ist auf 10. Sogar deutlich auf Z10. Ja, das sind 80.000stel. Schlusssektor, verdammt nochmal. Der Schlusssektor war es. Es ist keiner draußen. Ja gut, was soll's. Dem ersten Sektor, den liegt irgendwie der Red Bull nicht. 23.1. Ja gut, ist auch viel lange gerade, ne? Aber gut mit meiner 22er. Da fährt es auch nicht viel schneller. Dort ist es auch noch knapp langsamer. Wird interessant, weil der letzte Sektor liegt mir eigentlich besser als die 30.8, das ist eine 30.6 eigentlich. Immer gewesen. Nur nicht in Q3, wo es drauf ankommt. Aber trotzdem mich damit zufrieden. Quert geschlagen. Damit geht der Tag für Lewis Hamilton perfekt zu Ende. Im morgigen Rennen startet er von ganz vorn von der Pole. Heute haben sie gezeigt, dass der Wagen ein Spitzentempo erreichen kann. Jetzt müssen sie morgen beweisen, dass so eine Leistung auch bei längeren Stints möglich ist, um zu gewinnen. Das wage ich mal hier ganz arg nicht anzuzweifeln. Weil hier wissen die Teams, worauf sie sich einlassen. Hamilton vor Vettel, das ist mal die Neuerung hier. Dann Rosberg und Raikön, Bottas auf der 5. Ricciardo hat es vor Massa geschafft, auch mal was anderes. 6. und 7. Die Williams sind hier nicht weit weg. Ich weiß nicht mehr, wo ich in Australien gestartet bin. Ich weiß es leider echt nicht mehr. Aber vielleicht können wir doch die Williams ärgern. Ich auf der 8, Quert auf der 9, doch mit ordentlich Rückstand dann. Und Perez auf der 10. Wenn es euch gefallen hat, eure Meinung zum neuen Qualifying Konzept oder Format und dem Hallo-System, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Auch andere Themen gerne gesehen. Und wenn es euch gefallen hat, auch noch der Folge einen Daumen nach oben geben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Formel 1 2015.